Okay. Da ist sie wieder. Eieiei, die ist so gruselig. Ein sehr sicheres Flugzeug. Verdammt. Uah. Ich verstecke mich mal. Die kommt jetzt gleich. Oder? Wie gemein ist das denn? Da war sie. Oh Gott, Hilfe. Das ist richtig gruselig. Okay, ich soll mit den hinter einen der Sitze verstecken, alles klar. So, dann gucken wir mal. Da vorne können wir jetzt durch. Soll ich mich hier verstecken? Machen wir mal. Wenn nicht, dann bin ich mit meinen Dateien so ein bisschen am Ende jetzt schon. Weil wir haben ja gar keine andere Möglichkeit, als es hier zu verstecken. Ups. Die verkohlt da hinten. Hallo! Hallo! Siren! Ette! Bockwurstfrau! Du verbrannte alte Virusolle! Du alte Kuh! Mach's immer mu! Weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Jetzt haben wir echt wieder ein Problem. Ich mach mal. Ah, wo soll ich mich denn... Wie? Warum? Was? Bäh. Das ist doof. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, verdammt. Da ist sie. Keine Ahnung, back dir ein Ei, Kuh. Kann ich hier drunter durch? Nein. Ich werde das Rätsel schon noch lösen. So wie gerade mit dem Spielplatz. Ja. Hey, ich weiß wie. Wenn die kommt... Ich einfach ganz schnell hinter ihren Rücken wegrennen. Ja! Kriegst mich nicht! Ey, ich kann da nicht rein. Der ist natürlich doof. Hä? Achso, ich brauche noch mehr Karten. Ach, verdammt! Mist! Ich bin gar nicht da. Ich brauche noch Geld, zwei gelbe Karten. Verdammt. Da oben ist die gelbe Karte. Sie kommt. Achtung, weggucken. Also das mit dem Verstecken, das habe ich ja dann noch nicht so wirklich drauf. Muss ich das jetzt in einem Rutsch, in einem durchmachen oder was? Während ich vor der Wegrennen ganz schnell jeden Sitz durchsuchen. Echt jetzt? Oder einfach vor der Wegrennen dann. Guck mal, der Teppich, cool, ne? Mit dem, au, digitalen Muster hier von dem Spiel Master Reboot. Das es mir sehr angetan hat. Alte blöde Kuh. Ja. Ja, da. Ja, ich kann das. Gut. Ja, schön, ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass hier, da... Da haben wir noch eine. Und dann wurden wir erwischt. Damit wir im Nachhinein hier noch verstecken? Oh, ich bin am falschen Sitz. Nein, das ist blöd. Warte, kein Problem. Ich. Keine Ahnung. Müssen wir. Ich kann das nicht in einen durchmachen. So schnell kann ich doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Hier wieder verstecken vor der Ollen. Ja, die Flight Memory. Ich würde sehr gerne die ganzen Erinnerungsschnipsel aufsammeln. Wenn ich es denn könnte. The Forest. Gott, blöde Kuh.
Okay, Pan, du weißt Bescheid, dass hier gleich irgendwo etwas ist. Nämlich da. Du nimmst es, du wirst hinausgehen. Dir bitte alle Sitze angucken. Das war's, wir können. Da ist noch eine Ente. Schön. Da muss noch ein. Ich weiß nicht, wo der andere Gelbe ist, Mann. Ich weiß nicht, wo der andere Gelbe ist. Okay. Weißt du was, Siren oder Siren, geh einfach. Geh sterben, echt. Oh Mann, ich bin immer falsch. Falsch. Ja, wo könnte das denn noch sein? Beide auf der rechten Seite vielleicht? Ich gucke jetzt gleich mal nur nach rechts und wenn ich da sterbe, gucke ich nur nach links. Ne? Ja, Zombie-Olle. Es geht gerade nicht anders. Ja, da haben wir den einen. Aber da bringt mir ja gerade nichts. Und die Ente. Mich sicherlich nicht gesehen, nicht gesehen, oder? Ey. Trau mich nicht, mich umzudrehen. Wo ist die? Ah! Oh, das ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen noch eine rote Karte. Kannst du da bleiben? Da bin ich. Scheiße. Okay, warte. Ja. Ja. Jetzt wird's tricky. Aber sowas von, ich bin schon wieder falsch. Okay, wir haben alle drei. Ey, im Ernst. Okay, warte. Nö, ich habe gar kein Problem. Ich weiß. Ach, cool. Oh, das ist nett vom Spiel. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja. Ich bin auch überhaupt gar nicht am Schwitzen gerade. Meine Hand rutscht hier quasi von der Tastatur ab. Nervenkitzel pur. Auf Wiedersehen. Hau rein. Blöde alte Kuh. Ja. Was? Madison, David, Astrid, Sarah und Chris. Wer zuletzt, Chris? Hallo? Cry of Fear? Jason? Ihr wisst ja mit den Luftschächten und Horrorspielen, ihr wisst ja Bescheid. Es ist immer noch ein Horrorspiel. Nee, komm, das ist doch Verarsche. Wenn ich zurückgehe, passiert irgendwas. Ich gehe nicht zurück, ich weigere mich jetzt. So. Ja. Ich habe pinkes Klebeband. Da ist meine Webcam gerade festgeklebt da vorne. Ist das ja. Ja. Tja, habe ich mir was gekauft für. 17 Dollar, noch was ist runtergefallen. Ich gehe da nicht zurück. Achso. Oh Mann, die kommt jetzt gleich, ich weiß das. Wir singen einfach la 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 Jason! Jason! Ich hasse das Spiel jetzt.
Ich hasse es. Sowas ist doof. Gehe vorne hin, hier ist keiner. Ja, Spannung baut auf. Da hinten Vase. Dummes Stück. Ich werde dich finden. Ich will es nicht, aber ich werde dich finden. Oh, was? Hä? Wie? Hä? Ja. Ja. Sind wir vielleicht das Programm? Boah, ist mir warm gerade, echt. Okidoki. Wow, Cockpit. Keiner fliegt das Flugzeug. Auch sehr schön. Ich kann hier nichts drücken. Da ist eine Ente, die werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Inbox Spam 9. Hey Astrid, tut mir leid, dass du deinen Job nicht so dolle ist. Was? Wollte die etwa eine Stewardess oder eine Pilotin werden? People don't know what they are missing. Ach so, die sucht nach einem Job und hat ihn aber nicht bekommen. Und da wird ja geschrieben, dass die Leute nicht, dass die Leute wohl nicht ahnen, was ihnen entgeht, wenn sie sie halt nicht nehmen. Wenn du immer noch nach einem Job suchst, wir bräuchten neue. Ja, ich weiß ja nicht genau, was sie. Jetzt muss ich mal ganz kurz lesen. Be able to pay you a great amount, but we have guaranteed you employed for at least. Okay, sie könnte für ein Jahr, für mindestens ein Jahr genommen werden, aber die Bezahlung ist nicht so gut. Ach, Mensch. Von Madison ist das also. Dann haben wir hier unten nochmal, hey Madison, ihr könnt euch das ja nochmal so durchlesen. Ihr könnt auf Stopp drücken und euch das nochmal durchlesen. Ich mache jetzt mal ein ganz beklopptes Stoppgesicht. So. Ich hoffe, in dem Moment habt ihr auf Stopp gedrückt und habt euch das mal durchgelesen. Ich muss es einmal für mich ganz kurz überfliegen, damit ich so ungefähr weiß, was los ist. Madison ist mit David zusammen. Okay, alles klar. Madison offert also der Astrid einen Job. Ah, okay. Okay, ach, die Arme. Gut, also nochmal, ne? Die Madison hat ihr geschrieben, dass sie einen Job für Astrid hat. Und die Astrid wünscht Madison und David alles Gute so, wegen Beziehung, ne? Und ich glaube aber, dass die das nicht wirklich ernst meint. Ich will ihr nichts unterstellen, aber so, nochmal ein beklopptes Pausegesicht machen, warte. Okay. So. Oh Gott! Das war das bekloppte Pausengesicht! Oh! Ja, wo bin ich denn? Bin ich rausgeflogen? Oh mein Gott. Ist das? Ich bin gerade nicht sicher, ob das vielleicht eventuell ein Flugzeug sein soll. Weil, doch, da ist ein Flugzeug. Was ist denn hier los, Mensch? Oh nein, es geht weiter. Hä? Wie? Ach ja, okay. Ob wir wohl Astrid sind? Nein, kann auch nicht. Wir sind doch eigentlich Madison oder nicht? Huch. Oh, Flugzeug. Flugzeug kommt. Und wir wohl landen? Auf uns? Wie geil. Aber egal, ich muss mich konzentrieren. Also hoffentlich bricht jetzt nichts weg. Es war so klar, dass sowas jetzt noch passiert. Oh Gott. Ducken. Ducken! Aufstehen! Okay. Weiter rennen. Aufpassen. Es sieht schon echt krass aus, aber ich kann nicht so oft dahin gucken. So, weiter. Echt blöd mit der. Da, Laptop-Tastatur hier gerade. Und. Verdammt. Okay, wir fangen wohl nicht ganz von vorne an. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da hinten ist das Ziel. Pass auf! Springen! Keine Panik, keine Panik. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. So, und jetzt auf den Boden achten. Hep! Oh, wie fies, wie gemein das einfach nur ist. Weißt du was? Machen wir so. Und. Hep! Hep!
Oh, verdammt, nein. Gut. Ich weiß jetzt Bescheid. Krass. Okay. Sind wir so gestorben? Nee. Niemals im Leben. Ich weiß nicht, ob es das zu bedeuten hat. Wir haben gesehen, wieso wir die Erinnerung spielen, ne? Ich denke mal, das war wegen dem Jobangebot. Und dass Madison wohl da gearbeitet... Ich bin gerade verwirrt. Hoppala. Aber wenn das Flugzeug abgestürzt ist, wer ist denn dann damit gestorben? Ja. Jetzt nicht nachdenken darüber, jetzt nicht. Ihr könnt aber schon mal drüber nachdenken. Sagt mir Bescheid in den Kommentaren, wenn ihr... wenn ihr eine Lösung gefunden habt. Das ist sicherlich für euch gerade relativ unspannend. Bin ich gerade echt ein bisschen blöd, weil ich hier... Ah, wegen der Tastatur ist das echt mies. Sieht man ja immer so komische Faxen jetzt zum Beispiel. Ja, komm, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Guck mal, du hast es jetzt gleich geschafft und du bist super gesprungen. Ja, ich bin super gesprungen. Flugzeug kommt gleich wieder. Ah, fuck. Boah, sieht das krass aus. Jubi! Ja! Okay, und jetzt? Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt, bitte. Nichts darf umfallen. Komm, das schaffst du noch, das schaffst du noch. Oh! Krass! Boah, bin ich am Schwitzen. Okay. David? Cloud. Mist. Ich habe zu sehr auf die Hände geachtet. Ich hätte das lesen sollen. Verdammt. Das wird ja immer, das wird immer krasser. Ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss hier einmal. Wo war denn die da vorne, da vorne? Ich konnte ja so schnell nicht lesen. Oh doch, das ist es. Das ist es. Mindestens David. Astrid sah so aus und Sarah so. Ich dachte gerade, vielleicht könnte Astrid ja die, aber es wird ja gut. So. Soul Cloud Resident. Aha. Astrid. Jetzt sehe ich es erst. Nein. Predicted death? Oh nein. Wie krass. Okay. Ich denke mal, ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Ich muss sowieso mich... Ich bin so am Schwitzen gerade. Ich werde die Fliege freundlich nach draußen begleiten und denke mal, wir sehen uns gleich auch wieder, weil jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. Bye, bye.